Wer gibt den Einsatz? Du. Ich. Die Frühlingssonne brennt kleine bunte Punkte auf meine Haut. Auf seine Haut. Ich sitze vor dem Fenster, hör den Straßenlärm zum Glück nicht allzu laut. Es geht mir gut. Es geht ihm gut. Ja, ja, so gut. Ja, ja, so gut. Es geht mir gut. Es geht ihm gut. Ganz einfach gut. Sie sitzt mir gegenüber, ihre Lippen formen leise ein Wort zu mir. Ein Wort zu mir. Und ich kann es gar nicht fassen, möchte sie berühren, verzehre mich nach ihr. Ich fühl mich gut. Er fühlt sich gut, ja, ja, so gut. Ich fühl mich gut, ganz einfach gut. Und dann kommt sie einfach zu mir rüber und setzt sich neben mich. Neben ihn. Ich versinke in den Fluten, denn der Kuss, den sie mir schenkt, wird beinahe ewiglich. Ich hab sie. Er hat sie lieb. So lieb. Ich hab sie lieb. Er hat sie lieb. Hab sie so lieb. Ah, ey, Mut. Ich lieb sie, hab sie so gern. Ah, schubidubab, 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 wow, wow, wow. Ja, zumindest wohl den ganzen Tag, bis irgendwann mal Zeit zum Schlafen ist. Zeit zum Schlafen. Und das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass sie die Prinzessin meiner Träume ist. Ich liebe sie. Er liebt sie. Oh, na, 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 na. Er liebt sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Er liebt sie. Ja, ja. Er liebt sie. Ich liebe sie. Ich hab sie wirklich verlassen. Ich hab sie kennengelernt. Ich glaube, das sind jetzt 8 Jahre her. Ich muss sagen, ohne meine Brüder Helmut und Heinz wäre das alles so gar nicht gekommen.